Dem berühmten Maler Gustav Klimt oder Komponist Gustav Mahler einmal persönlich begegnen, zumindest fast, das ist jetzt möglich im 4. Bezirk im Palais Schönborn. Eine neue Theaterproduktion lässt die Zeit in Wien um 1900 wieder aufleben, rund um Salondame Bertha Zuckerkandl und ihre illustren Gäste. Das Publikum begleitet die Darsteller praktisch hautnah durch das Palais. Gabi Hassler war noch ohne Publikum bei der Generalprobe dabei. Das Palais Schönburg verwandelt sich in die Residenz der legendären Wiener Salondame Bertha Zuckerkandl. Gleich im Foyer wird man Zeuge der Begegnung der Gastgeberin mit dem verliebten Schauspieler Alexander Girardi. In zwei Räumen der Belle Etage werden die Gäste empfangen, wie zum Beispiel der Maler Gustav Klimt. Mein lieber Klimt, es ist wirklich eine Schande, wie man über Sie herzieht. Verhandelt wird privat, Delikates und heiß diskutiert über zeitgenössische Kunst und Architektur. Von jetzt an heißt es Fenster aufreißen und frische Luft hereinlassen in unsere übel riechende Kunstwelt. In ihren Salons hat sich also die künstlerische Welt getroffen, also die Künstler, die politische Welt getroffen. Es wurde hier sehr viel politisiert. Sie hat ein bisschen auch den Anstoß gegeben, die Sezession zu gründen. Die Wiener Sezession schafft auf diese Art und Weise den neuen Ausstellungsstil für ganz Europa. Sie hat Alma Mahler und Gustav Mahler, also Alma Schindler damals natürlich noch, und Gustav Mahler zusammengebracht, weil die haben sich hier in ihrem Salon kennengelernt. Alle Mitwirkenden schlüpfen in mehrere Figuren. Man versucht sie so gut wie möglich unterscheidbar zu machen. Ein bisschen in der Sprache, ein bisschen in der Körperlichkeit. Nicht ganz zu übersehen, auch mit der Maske. Und so wird man Zaungast bei einem der vielen Empfänge von Emil und Bertha Zuckerkandl. Gut, man merkt, damals war Wien Weltstadt, also wirkliche Weltstadt, und heute spielt sie Weltstadt. Ich lebe in der falschen Zeit, ich hätte gerne in der Zeit gelebt, wenn man diese Kostüme, diese Belle Epoque dieser Zeit. Doch diese Zeit geht mit der Monarchie zu Ende. Die historische Bertha Zuckerkandl muss nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten als Jüdin aus Österreich flüchten. 1945 stirbt sie im Alter von 81 Jahren im Pariser Exil. In dieser Produktion verspürt man nun wieder einen Hauch der Epoche ihrer glanzvollen Salons. Und zwar noch bis 17. November im Palais Schönburg in der Rainergasse. Pack die Eislaufschuhe ein, das haben sich heute schon einige gedacht und das Eis des Eislaufvereins am Heumarkt eingeweiht. Seit heute kann man dort seine Runden drehen oder es versuchen. Bei freiem Eintritt noch bis Samstag, dann wird die gesamte Eisfläche aufgebaut sein zum offiziellen Saisonauftakt. Bis dahin ist Eislaufen gratis und das hat einige Eistänzer heute offenbar gefreut.